Wir stehen hier vor dem Palais du Festival, wo vor ungefähr 1,5 Stunden die Premiere von Import-Export gestartet hat. Was kannst du mir dazu sagen, Leander? Bevor diese offizielle Begrüßung nun stattgefunden hat, hat es heute auch die Pressekonferenz dazu gegeben. Und die war meiner Meinung nach sehr gut besucht. Ulrich Seidel hat seinen Film bestmöglich präsentiert und hofft natürlich, dass er den Film in ganz viele Märkte verkaufen kann, und das wird ihm auch sicher gelingen. Das ganze Team war eben vorhanden mit Schauspielern, Kameramann, Drehbuchautorin und so weiter. Und das Schöne an der Pressekonferenz war, dass von Uncut Österreich 3 Fragen gestellt wurden, die auch bestmöglich beantwortet worden sind. Aber heute Vormittag hat es auch einen anderen Höhepunkt gegeben. Brad Pitt und Angelina Jolie haben ihren neuesten Film präsentiert, Mighty Heart. Und also das war unglaublich. Also die Hölle war los. Sowas habe ich überhaupt noch nie gesehen, wie sogar Journalisten und Kameramänner zu Filmfreaks werden und eigentlich komplett durchdrehen. Und das Schöne war, dass vor allem Brad Pitt eigentlich sehr, sehr gut drauf war, hat sich fotografieren lassen mit den Fans, hat unheimlich viele Interviews, nicht nur Interviews, sondern auch Autogramme gegeben und also wirklich sehr, sehr sympathisch und wirklich sehr nett. Und Brad Pitt und Angelina Jolie werden in ungefähr 1,5 Stunden auch hier über den roten Teppich schreiten.